Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, in diesem Video reisen wir weiter durch Kirgisistan. Wir lernen ein bisschen die Kultur von Kirgisistan kennen und auch die wunderschöne Landschaft. Ja, wir überqueren Pässe und Täler und Canyons. Ja, und da nehme ich euch mit und viel Spaß beim Schauen. Morgen, wir haben auf dem Hügel übernachtet. Jetzt fahren wir nach Narri auf 6 Kilometer. Ja, anspruchsvolle Piste, kann ich mal sagen. Warum anspruchsvoll? Weil hier ziemlich viel ausgewaschen ist. Auf diesem Teil. Ja, vielleicht machen viele Offroad-Fahrtraining. Ich habe noch nie ein Offroad-Fahrtraining gemacht, sondern selber einfach Praxis. René, da ist ein Loch, du kannst das angeeignet. René. Ich weiß, dass da ein Loch ist. So. Jetzt fängt es noch an, leicht zu regnen. Leicht macht nichts, aber wenn es richtig regnet, dann ist scheiße hier. Ein Häuschen mit einem Erdbunker, was für eine schöne Lage hier. Aus Erde gemacht. Ja, wir haben jetzt etwa noch 3-4 Kilometer bis zur Straße. Das werden wir heute wohl noch schaffen. Regnet es bei euch da unten? Es ist ein bisschen mehr rechts von uns. Also tricky Piste, mal da gucken, ob das passt. Das ist Offroad-Fahrtraining. Besser als jeder Kurs, oder? Genau. Praxis ist gefragt. Immer Gang reinlegen, wenn es so steil runter geht, weil dann bremst es mit 4x4. Die anderen fahren da vorne, vielleicht seht ihr sie. Und da vorne ist auch die Hauptstraße. Der Boden ist jetzt schon nass unterdessen. So, Reifendruck aufpumpen. Bei Regen. Bei Regen. Willst du nicht warten auf dich, mein Junge? Eine normale Straße. So, dann pumpe ich meine Räder wieder mal auf. Glaub's nicht. Siehst du? Eine normale Straße. Mit schnellfahrenden Fahrzeugen. Wenn auf dich warten zu lang. Genau, bitte. Ich habe eher das Gefühl, dass ich auf euch warten muss während der Pumpe. Jetzt gleich den Schwung ausnützen und da voll gerade hoch. Ja, da würde ich hochkommen. Erklärung, wie man filzt hier. To kind of drag so that it makes it has particular texture until it is like. Zum Abschluss meines Museumsbesuchs hier in Narin noch ein bisschen kirgisische Farben bracht und was sie alles so herstellen aus ihrem Brauchtum. Und wieder so eine süße Hundeschnauze, der ist vielleicht 12, 14 Wochen alt. Eine Hündin, voll menschenlieb. Wird aber natürlich auch groß. Nach einer Nacht in Narin, Vorräte aufgefüllt, geht es weiter zum Papageienpass. Und wenn ihr links schaut, da gibt es wieder
Bäume, Tannen oder irgend sowas. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich Bäume sehe. So, hier ist die Abzweigung hoch zum Papageienpass, auch zum Songkulsee. Wir sind am Übernachtungsplatz hier an diesem schönen Wasser und die ersten wunderbar schönen Kamele hier bei uns. Ach, haben wir hier einen schönen Platz. Kühe, Kamele. Richtige Kamele. Tja, jetzt ist das ja ein weites Land hier, aber man denkt nicht, kaum steht man hier, sind die Kirgisen da und die waschen hier ihr Auto. Und die Schuhe. Und der Mann wird auch noch gewaschen. Am Abend besuchen uns nochmal die hungrigen Kamele. Wir fahren zum Jomulak Pass. Ich glaube hier angeschrieben. Wer es lesen kann. Ja, da oben ist er. Wir erreichen den Pass auf 3010 Meter. So, jetzt haben wir den Christian eingeholt, weil er hat einen Halt gemacht wegen schöner Aussicht da nach unten. Guckt euch das an. Weiterfahren. Also sollte ich mal wiedergeboren werden, dann möchte ich bitte als Pferd in Kirgisistan wiedergeboren werden, denn das sind ihre Weiden. Hier sind ganz viele Wiesen, so blaugrau gefärbt. Das ist eine Artemisia-Art und der Duft ist betörend. Allein vom Riechen wird man schon gesund. Thank you.
kurzes Zögern, ob uns diese Brücke hält. Aber sie ist für 8 Tonnen. Das passt doch gerade für den Camper. Angriff der Kuh gegen den Hund. Das machen die gerne. Oder umgekehrt. Jetzt geht es in den Canyon rein. Aber das ist Sackgasse, man muss wieder zurück. Aber den nehmen wir jetzt auch noch mit. Ah, da kommt schon wieder so eine Brücke. Kodierti Canyon, so heißt er, etwa 3-3,5 Kilometer reinfahren und er wird jetzt immer schmäler natürlich. Seite kommt man wieder raus. Da geht es jetzt runter, da ist die Abfahrt nicht davon. Ich kann am Ende noch bis ganz runter fahren zum Fluss. Sieht man selten. Hier zum Wasserfall, der ist 7 Kilometer weit weg. Jetzt geht's zum Wasserfall an diesem schönen Bächlein entlang. Und weiter geht's steil hoch, sehr steil. Da hinten ist der Wasserfall und wir sind nicht der reine Tourist von Slowenien. Mit Steinen und Blumen reich, was ist das für ein schöner Garten hier? Das nenne ich mal einen Wasserfall, hey. Kubikweise kommt runter, gigantisch. Hat sich gelohnt hierher zu kommen. Ziel erreicht, der mächtige Wasserfall hier, der Tourist hier mit viel Gespritze außenrum. Wir werden hier leicht nass. Und wieder zeichnet die Natur die schönsten Gärten. Richtige Gottesgärten. Jetzt geht's hoch, der Papageienpass, der ist ziemlich steil und kurvig.
Ja, da sieht man den Pass, da wie er sich hochschlängelt. Papageno, der Papageienpass, und er heißt 33 Papageienpass, denn er hat wohl 33 Kurven hier. Der Pass heißt eigentlich Terzky Torbok und ist jetzt hier, sind wir auf 3132 Meter hoch. Wir müssen unsere Drohne wiederfinden, die hat sich jetzt ein bisschen verflogen, aber sie sind gerade am Suchen. Das Tor ist zu schmal für uns. Die Flex muss her. Geile Aussicht. Guckt euch das an. Ey. Wow. Ja, bombastische Aussicht hier. Traumhaft. Herrlich, diese Pferde. Ja, und so müssen wir jetzt noch ein bisschen über diese Hochebene fahren, bis wir dann irgendwann endlich den See erreichen. Und da vorne ist der See. Wir haben es bald geschafft. Das Wetter ist so lala, jetzt hier gerade schön, vorne aber richtig zu.
Jetzt nach dieser langen Anfahrt verstehen wir auch, warum die Bedeutung des Wortes Songkul kirgisisch bedeutet endlich der See, wenn man ihn denn dann endlich erblickt. Die Steine da sind der Hammer. Zusammen mit den Pferden ein Traumbild. So, für heute reicht es. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden mit Pferde, Herde hinten dran. Das ist unser Plätzchen für die Nacht. Steinkulisse gefällt mir auch und die Pferdeherde. Ach, ich liebe Tiere. Kirgisistan Feeling pur. Zwischen Pferdeherden mit vielen Fohlen und Jurten campen wir jetzt hier am Sonnkul. Jetzt kommen sie alle her, weil sie wollen eigentlich den Kiki anschauen. Oder mich. Tja, was macht der Bagger im Fluss hier, direkt in unserer Nachbarschaft? Also ich glaube, er macht nur Wasserfontänen. Das ist irgendwie eine große Show. Der Bagger macht eine Wasserfontäne. Ich glaube, der hat sich gewaschen, jetzt kommt er raus. Nachdem der jetzt so schön blitzt, würde ich jetzt mal behaupten, das war die kirgisische Art der Autowäsche jetzt hier. Jetzt ist er wieder sauber. So, René wagt es jetzt hier mal, schwingt sich auf ein Pferd. Weiß gar nicht, ob der reiten kann. Na, ist mal gespannt. Guck mal da. Guck mal hier, René, der alte Cowboy, reitet durch das Wasser. Oder das Pferd reitet mit ihm durch das Wasser, keine Ahnung. Da geht es wahrscheinlich nach Hause. Guck mal hier, René, der alte Cowboy, spaziert durch das Wasser. Oder das Pferd spaziert mit ihm durch das Wasser, man weiß es nicht genau. Warum sagt ihr mal Chop? Ja, bei der Sandra sieht das jetzt irgendwie eleganter aus als beim René. Hier gewinnen die Einheimischen auch die Stutenmilch von ihren tragenden, also nicht mehr tragenden Stuten. Dann darf das Fohlen wieder trinken und dann wird wieder gemolken. Also wer gerne Pferde halten möchte, hier ist noch jede Menge Platz frei, Weiden ohne Ende. Sonnkul jetzt von der Nordwestseite her und damit auf den Jurtencamps, die hier aufgebaut sind, und irgendwo da vorne soll dann übermorgen das Reiterfest stattfinden. Wir halten hier gerade mal beim Jurtcamp Edelweiß, das ist natürlich schon ein bisschen schräg, aber hier kann man übernachten und das ist der Market, der ist gerade so hoch wie ich.
bin. Also die Jurten kann man natürlich auch mieten. Und innen sieht es so aus. Hier mit im traditionellen Stil mit 4 Betten. Tja, und innen im Markt kann man sowohl essen, frühstücken, vermute ich, als auch das Allernotwendigste einkaufen. Versorgung ist hier mit Strom, auch mit Solarenergie. Turngerät für Kinder, bist du stark. Upsala. Und womit spielen Kinder? Hier auch mit Lego. Yeah. Ja. Denn nur Sultan präsentiert mir hier gerade seine Fluggeräte. Wir verbringen den Abend heute beim Abendessen in der Jurte hier, gleich in der Nachbarschaft. Das sieht aus wie Schlaraffierland. Was getrunken? Rotwein. Ja, ich glaube, das ist eher Marmelade und das ist schon die Marmelade fürs Frühstück. Wir sind wieder mal am Reiten und ich habe so einen Vogelscheuchenhut wegen Sonne, weil die Sonne ist hier sehr intensiv. Ja, da kommt das nächste Pferd, die Sandra. Zwar sind wir ganz alleine, ohne Guide geht das hier, tipptopp. Wir sind jetzt schon etwa 3 Kilometer weg vom Camp, reiten natürlich da hoch auf die Berge. Zumindest auf die Hügel. Reiten ist was Schönes. Jetzt gehen wir da runter ins Tal und da auf der anderen Seite wieder hoch. Ach, ist das geil, Reiten. Mir gefällt's. Hier gibt's Wasser. Und das sind unsere Nachbarn momentan. Schön. Das ist Reiten, ne? Aha, der begrüßt die anderen. Ich werde noch zum Reitliebhaber. Ja, das. Weil ich finde das mega cool. Reiten durch die Jurten, das macht Spaß. Und die Hunde laufen alles mit. Na, guck mal hier, die beiden da. René hat voll was gelernt. Guck mal hier, die Sandra elegant hinterher. Beim René sieht das auch nicht so schlecht aus. Guck mal da. Nach etwa 2 Jahren kommt der Carlos angerockt. Das letzte Mal haben wir ihn, glaube ich, in Saudi-Arabien gesehen. Was für eine Freude, Carlos und Maggi, die wir in Saudi-Arabien länger begleitet haben. Und wir hatten viel Spaß miteinander und jetzt kommen sie hier angefahren, pünktlich zum morgigen Fest. Und das ist seine Karre, speziell. So, von der Seite, großes Heck. Look at Hier in Gesellschaft. Ich hätte auch noch Manti, wenn wir probieren. Wir sind jetzt hier am Reiterfest und warten eigentlich, bis es losgeht. Es ist schon 11 Uhr, um 10 Uhr hätte es losgehen sollen. Unterdessen testet die Polizei mein Fahrrad. Die sind natürlich begeistert, noch nie ein Fahrrad gefahren, also ein E-Bike natürlich. Tja, das hat Temperament. Ornaments and colors will be pressed and that will make like carpet. You're gonna see like in a minute. Danach muss das Wasser wieder rausgetreten werden und da wird der gewalkt. Jeder darf mal treten. By two people, okay? Die
Tradition dieser Teppiche ist über 100 Jahre alt. Und dann werden dieses auch als Hochzeitsgeschenke gegeben, da alle gute Wünsche sind in einem solchen Teppich vereint. Jedes Zeichen, jede Farbe hat auch eine Bedeutung. Muster aufzeichnen und dann ausschneiden. Die andere Dame näht mit den selbstgemachten Fäden. And it protects from the usually white should be stay inside and the back is black is in behind, which means it protect from the bad soul and it's everything is spiritual meaning here. Boah, die hängen sich hier rein. Eine der Sportarten hier. Später gibt es dann auch noch Reiterspiele. Die Herren sind schon fast bereit hier. Kirgisistan ist das Land der Reiter. Das sieht prächtig aus. Sieh eine kirgisische Jagdgesellschaft mit den afghanischen Windhunden, dem Adler, die Frauen in Tracht mit Babykorb. Wow. Kleiner Mann, großer Halter. So schaut das aus, vorne die Beute und da kommen sie. Wow! Burning Man, ha? Bogenschießen gehört auch dazu. Nächstes Reiterspiel, pick up the coin, am Boden eine Münze aufheben, ist die Aufgabe. Jetzt regnet es auch noch, aber das stört richtige Reiter nicht. Also wir sind jetzt hier bei dem Mannschaftsspiel, da geht es voll Action zu und leider, leider um eine tote Ziege. Die muss von einer Mannschaft zur anderen, wird die abgejagt und so ganz blicken wir die Regeln nicht, aber vermutlich müssen sie in diese Reifentore hinein und wir schauen mal, was da noch so passiert. So, jetzt schauen wir uns jetzt mal von oben mit der Drohne an, weil da kommen wir näher ran. Eine riesige Schlägerei anscheinend, da geht es gerade ab. Die nehmen das furchtbar ernst. Unglaublich. Jetzt gehen die anderen auch noch dazu. Ob das noch Fair Play ist? Naja. Also da muss wohl sogar die Polizei eingreifen, weil die es so ernst nehmen. So, hier machen wir einen Schnitt. Danke, wart ihr dabei. Auch danke für den Daumen hoch oder ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal auf dem Kanal seid. Und ich danke auch allen, die mir per PayPal einen Kaffee oder sogar zum Teil mehrere Kaffee spendiert haben. Ihr habt immer die Gelegenheit, dies zu tun. Einfach da unten ist ein Link. Und ja, ist aber freiwillig und die, die fast nichts haben, die sollen bitte nichts geben. Herzlichen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Thank you.